Hallihallo. Willkommen zurück zu einer wundervollen neuen Folge von Surviving the Aftermath. Und, ja, wir sind verloren. Nein, sind wir nicht. Was, jetzt muss ich mich aber beschweren, hatte gerade noch so um die 500. Tja, Jojo, woher mag das kommen? So, okay. Alles klar. Hier, Spezialist einsatzbereit. All done. Ja. Erkundung. Das ist gut. Das ist gut. Dieser blöde Elektronikladen hier hinten. Check. Das ist echt gut. Das müssen wir dann gleich einsammeln. Und das da auch. Und. Die hat aber nur 100%. So, warte mal. Jetzt haben wir hier eine Limousine. Eine Limousine mit 3 Plätzen und ungefähr halber HP. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Auto. Achso, ne, kann ich die jetzt hier wieder mal rausnehmen oder so? Nö, anscheinend nicht. Okay, naja, ich gehe davon aus, dass wenn wir da jetzt hier reinfahren, das wird schon passen. Wir brauchen auf jeden Fall die Sachen hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. What's up? Ach, nix, Erika. Alles gut. Bei dir so? So. Ach, es ist schön, Jojo, dass du immer mal wieder mit vorbeischaust. Das macht mir Freude. Man kennt sich ja so lange schon, ne? Autos auf die Weltkarte schicken. Mhm. Okay, aber kann ich jetzt... Ach, so kann ich es wieder rausnehmen. Okay, so. Guck mal, das könnte der sein, ne? Die Limousine. Das könnte die Limousine sein. Also die wir jetzt gerade reingetan haben. Das heißt, die alten sind nicht kaputt gegangen. Oder nicht verschwunden. Wir konnten sie nur nicht... Wir konnten sie nur nicht wieder reinholen. Alles klar, verstehe. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, ne? Schicken wir hier so ein Auto jetzt mit dem Team raus, oder? Ich meine das, ne? 4 Plätze? Hätte schon was. Er hat 150%, macht aber nur 9 Damage. Ne, dann soll die mal... Ne, pass auf, wir machen das. Wir machen das. Ich brauche jetzt erstmal kurz hier einiges an Plastik, deswegen machen wir mal so. Handelskonvoi eingetroffen, sehr gut. Können wir auch gut gebrauchen. Okay, das ist so weit. Jetzt ist wieder Nacht. Ja gut, wenn das andere Handelsauto da ist, dann kriegen wir ja wenigstens noch mal einiges an Metall und dann können wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen Strom herstellen. Oder aufstellen. Naja, gut. Lassen wir mal ein bisschen mehr durchlaufen.
Aber ich würde eigentlich lieber gerne ins Haus investieren. So. Ich habe halt 50.000 Kanalpunkte. Kann ich damit einen einzigartigen Gegenstand kaufen? Nee, du kannst einen feuchtbaren Händedruck beim nächsten Realtreffen kriegen. Wenn das für dich okay ist. Jetzt muss er überlegen, ne? Jetzt muss er überlegen. Ja, ich weiß. Das muss wahrlich überlegt werden, ne? Möchte man von irgendeinem komischen Freak die Hand geschüttelt bekommen oder lieber die 50.000 Kanalpunkte behalten? Das ist schon... So ein Händedruck vom Großmeister ist schon was. Großmeister, du, da würden dir die Leute hier aber ein bisschen was anderes erzählen. So. Wie sieht's denn aus? Wir fahren erstmal dorthin, ne? Zu denen. Das ist immer so lange dauert, ja. Naja, was soll's. Achso, warte. Keine Zeit verschwenden. Nein, irrelevant. Nee, irrelevant. So. Und was können wir noch? So, gehen wir so noch was raus. Dann, wie wir es vorhin gesagt hatten, dann lieber jetzt ordentlich Handel raushauen und. Dann kriegen wir wenigstens ein paar ordentliche Geschichten noch. Weil dafür haben wir jetzt die Handelsposten angelegt. Machen wir das lieber so. Von allem zu wenig. Oh, guck mal, wir haben schon 173 Leute in der Kolonie. Das ist schon echt nicht wenig. Ach, guck mal an. Das Haus kann gebaut werden. Na, ich wäre ja wohl nicht mehr. All done. So, du hast ein paar Klamotten. Sehr gut. Mission complete. Du hast Wissenschaft. Auch sehr gut. Dann geh du mal. Ja, doch, geh du mal dahin. Ready. So, du hast 200% Plündern. Dann gehen wir darüber. Mission complete. You got it. Das geht ja hier noch echt noch weit, ne? Mit Erkunden. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. How may I help you?
Na, werd du mal noch ganz gesund und dann werfen wir euch beide mal in so ein Auto rein. Warte mal. Mittel, aber Passagiere 2. Reicht ja eigentlich. Ne? Obwohl, ihr seid beides. Gut, ja. Du kannst auch 150% plündern. Ja, okay, das machen wir so. Nehmen wir das. Sehr, sehr schön. So. Was brauchen wir jetzt für den zum Aufrüsten? Ne, das haben wir nicht. Was, was. Nee, ne, die laufen alle. Ja, das ist gut. Muss, glaube ich, hier echt noch dann den hinmachen. Oh, dann müssen die beiden hier weg. Als nächstes. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Strom kriegen wir auch dran. Auf geht's. Gut. Naja, es wird alles. So, dann muss sie noch ankommen und der sich noch erholen und dann können wir da auch los. Sehr gut. So. Schön, schön, schön. Dann können wir da das nächste angreifen. Endlich. Du bist aber noch nicht ganz erholt, ne? Nee. Na, dann machen wir dann. Umherziehender Händler, jemand wartet am Tor. Na dann. A van's parked outside the gate. A man dressed in eccentric clothing steps out and opens the back, revealing a small collection of goods. Ein Wagen kommt mit quietschenden Bremsen vor deinem Tor zum Halt. Das Fahrzeug gehört ganz offensichtlich einem Händler, aber es ist verdächtig leer. Ich habe etwas ganz Besonderes für euch, wunderbaren Vertreter der menschlichen Rasse. Wie wär's mit einem kleinen Handel? Was? Also entweder einmal Sojabohnensaatgut für 18 Fische oder Weizensaatgut für 40 Bleche, was wir nicht haben. Oder gar nichts. Ach komm. Danke für diesen kommerziellen Austausch von Waren. Ich werde bestimmt bald wieder vorbeikommen, ruft der Händler. Er packt seinen Wagen ein und fährt weg. Naja, wenn das mal nicht heißt, dass demnächst Banditen kommen. Nein, bestimmt nicht, nee. Hey, warte mal. Kartoffeln nehmen wir jetzt als nächstes Sojabohnen.
So, wie sieht das jetzt hier, warte mal, mit Fasern aus? 150, okay. Na, ich warte mal noch, ehe wir jetzt sagen, okay, Flachs machen wir eins weniger oder sowas. Das lassen wir dann mal noch. Ich will ja jetzt nicht zu voreilig rangehen. So, pass auf. Na dann. Rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Jawohl. So, was? Hast du jetzt schon alle? Ich habe auch echt viel Zeug mit jetzt, ne? Ohne Flachs, du brauchst mehr Flachs. Nein, glaube ich nicht. Ich habe ganz gute 150 Fasern, das ist auch Flachs. Oder Flachs sind auch Fasern, je nachdem. Your orders. Hervorragendes Werkzeug. Na dann. Roger. Auf ihn. Er ist noch nicht ganz geheilt, ne? Oder? Ich weiß es nicht. So, Metallextrakteur. Auf geht's. Ja, ich brauche wieder noch. Ich brauche noch mehr Metallbleche. Das nützt einfach nichts. Oh, es regnet. Das ist schön. Das ist angenehm. Teile habe ich tatsächlich gerade ganz gut. Also das würde ich jetzt dann doch erstmal lassen. Die mal stellen. So, wo wollen wir denn mit euch mal hin? Wir könnten irgendwie hier hoch. Aber da weiß ich auch noch nicht so richtig. Wir könnten da hin. Ja, aber das muss man, glaube ich, wirklich wann anders machen. Hinten haben wir noch Forschung und hier Plünderung. Hatten wir nicht noch irgendwo Forschung hier? Relativ großes. Hier hinten. Da haben wir auch ein bisschen Plünderungszeug noch. Ja, dann würde ich sagen, hüpfen wir hier so hin. Von dort aus verteilen wir uns. Mal gucken, was das Auto dann dazu sagt. Habe ich ja immer noch keine Erfahrungswerte da drin. Naja, gut. Wie sieht's hier aus? Guck mal das als nächstes hier. Eine intensive und drückende Hitze überzieht die Gegend und alle Feuchtigkeit verdampft. Die Kolonisten haben Mühe, bei der Arbeit ausreichend zu trinken und nicht zu überhitzen. Seen trocknen aus und Pflanzen verdorren im trockenen Boden. Kolonisten trinken jetzt doppelt so viel Wasser wie gewöhnlich. Die Nutzpflanzen auf offenen Feldern leiden und sollten Wasserspeicher bauen und Nahrung vorrätig halten. Und schwitzende Kolonisten erschweren die Aufrechterhaltung der Hygiene. Ja, toll. Als wenn wir das nicht schon in Realität gerade so hätten. Die ganzen stinkenden Leuten.
im ÖPNV. Na gut. Was machen wir da jetzt als nächstes sinnvollerweise? Doppelt so viel wie sonst, ne? Sagen sie. Es wären 340. Es wird ja hier unten aber noch ein aufgewerteter Brunnen gebaut. Mal keine Probleme geben. Oh, hier noch irgendwo ein. Ach nee, da ist ja schon einer. Mist. Au, gucke an. Machen wir hier noch einen hin, weil wenn wir den dann tiefer bohren, dann haben wir ja eh wieder volle Kapazität von 16 und dann sollte das alles wieder kein Stress sein. Na gut. So, Klamotten haben wir erstmal mal wieder. Ja, Werkzeuge nicht. Ja, wie gesagt, da fehlen uns ja die... Heute, ne? Ist... Mann, Mann, Mann. Dann wird das jetzt wahrscheinlich die letzte Interaktion oder so gut wie die letzte Interaktion sein, die wir machen. A man approaches the gate dressed in a beaten old trench coat and burying his face inside a large hood. Ein Mann nähert sich dem Tor. Er trägt einen abgewetzten alten Trenchcoat und versteckt sein Gesicht unter einer großen Kapuze. Über seine Herkunft oder seine Motive gibt er nicht viel Preis, aber er bietet an, der Kolonie beizutreten und Wissen einzubringen, über das nur noch wenige verfügen. Beim Reden schaut er immer wieder über seine Schulter und scheint nervös zu sein. Ich werd's bestimmt bereuen, aber ich hab das Gefühl, dass er vor jemandem flieht. Und entweder täuscht er uns damit und greift die Siedlung dann an, oder aber er ist der Vorbote und soll dann das Tor kaputt machen. Und dann kommen die Banditen. Eins von beiden. Das Tor wird geöffnet und der Wanderer tritt herein. Wobei er sich nervös zu den Seiten umschaut. Als er ein Lager entdeckt, läuft er darauf zu und stopft sich die Taschen mit Essen zu. Bevor den Umstehenden klar wird, was vor sich geht, schlüpft er durch das fast wieder geschlossene Tor aus der Kolonie. Auch die Wachen sind so überrascht, dass er in der Wildnis verschwinden kann, bevor sie ihn ins Visier nehmen können. Dann ist es halt so. Ajo. Dann hat er halt ein bisschen was zu essen geklaut, ne? Und haben wir ja nun wirklich mehr als genug. Das ist nicht so gut. Okay. Mission complete.
Okay, so, du. Das sieht ja immer noch gut aus, was du da machst. Yes? Pass auf, dann. Ja, hol doch mal das da. Mission complete. Du? Das auch. Das ist ja traumhaft. Dann kriegt er jetzt da nochmal 30 Damage und dann können wir bloß mal gucken. Eigentlich könnte er dann nochmal hier hin, kriegt dann auch nochmal 30 Damage und läuft dann einmal nach oben. Oh, es wird schwer hier durchzukommen durch diese ganzen blockierten Gefilde hier. Ätzend. Na gut, ja, würde ich sagen, lassen wir es dabei, oder? Also für heute. Und vor allem erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Cheerio. Beim nächsten werden wir dann hier oben die beiden Häuser, die beiden Hütchen, also die Kochhäuser werden wir dann fertig haben. Dann können wir nochmal gucken, dass wir einiges mehr an ordentlicher Nahrung herstellen. Dann dürfte dieses Unterernährt-Thema hier nicht mehr so problematisch sein. Wir kommen langsam auch wieder, was das Metall angeht, auf die Beine. Das heißt, wir könnten dann die beiden Sachen hier abbauen und wieder hier oder hier hinten dann die Baracken mal mit wegbauen und durch so ein großes Zweigeschosserhaus mal noch ersetzen. Vor allem die müssten wir irgendwann mit wegnehmen, weil das, die Verschmutzung kommt dann zu sehr hier rüber. Das wird irgendwann recht ätzend werden. Aber das kriegen wir alles hin. Und vor allem bekommen wir so langsam wieder hin, dass ein bisschen Werkzeug passiert. Das ist auch nicht verkehrt. Nahrung sieht gut aus. Schon. Ich glaube, ich müsste noch mal ein bisschen... So, was hatten wir hier? Das könnte ich ja gleich mal noch machen, ne? Nee, kann ich nicht. Denkmal, braucht 40 Metallplatten. Toll. Aber wir haben nichts anderes. Die brauchen alle Metallplatten. Naja, gut. Dann gucken wir mal, dass wir da jetzt... Wir haben ja ein bisschen was eingekauft. Wenn das dann kommt, spätestens dann... können wir noch mal ein paar Denkmäler bauen, die, naja, uns dann ein bisschen Unterhaltung bieten anscheinend. Und dann geht's ein bisschen weiter. Ja, also dann, macht's gut. Cheerio.